Guten Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen an der Technischen Hochschule Köln zur Vorlesung Grundlagen der Elektrotechnik. Heute mit der Folge Blindleistung zur Spannungseinstellung. Wir hatten ja schon Blindleistungen kennengelernt, insbesondere die Blindleistungskompensation. Demgegenüber stellen wir jetzt die Möglichkeit, mit Blindleistung eine Spannung einstellen zu können. Das können wir mit Kondensatoren oder Induktivitäten. Und dann schauen wir uns im Detail an, wie wir denn einen Spannungsfall über einer Leitung berechnen. Zum Schluss stelle ich Ihnen noch zwei, drei Anwendungsbeispiele dafür vor. Nun, beim letzten Mal hatten wir schon die Blindleistungskompensation kennengelernt. Die sorgt dafür, dass ein Verbraucher, der Blindleistung bezieht, diese nicht über eine lange Leitung beziehen muss, sondern diese vor Ort aus einem Kondensator in diesem Beispiel oder vielleicht einer Induktivität bezieht, sodass dann also der Strom auf der Zuleitung verringert wird und damit auch die Verluste. Eine ganz andere Geschichte ist die Nutzung der Blindleistung zur Spannungsregelung. Hier beziehen wir mit Absicht Blindleistung, obwohl wir es vorher vielleicht nicht getan hätten. Damit können wir die Spannung am Ende einer Leitung verändern. Wir können sie anheben oder absenken, je nachdem, was für eine Komponente wir hinzufügen. Aber wir müssen dabei bedenken, dass wir damit natürlich den Strom auf der Leitung erhöhen und müssen dann prüfen, ob die Leitung durch unsere Spannungsregelung nicht überlastet wird. Schauen wir uns einmal im Detail an, wie so etwas funktioniert. Zunächst einmal schauen wir uns an, wie wir denn eine längere Leitung als Elektrotechniker beschreiben können und vereinfachen können. Üblicherweise besteht eine lange Leitung elektrotechnisch aus einem Widerstand der Kupfer- oder Aluminiumdrähte. Sie spannen zusammen eine Schleife auf, die eine Induktivität ergibt, und zwischen den einzelnen Drähten ergibt sich noch eine Kapazität, sodass, wenn wir also von der Spannung bis zu einem Knoten im Netz oder am Ende einer Leitung gehen, uns eigentlich diese drei Komponenten beachten müssten. In der Praxis ist es jedoch so, dass wir meistens die Kapazität der Leitung vernachlässigen können, insbesondere wenn wir sie unter Last betreiben. Erstaunlicherweise ist auch häufig der Blindwiderstand, also der Induktivitätsbelag und dessen resultierender Blindwiderstand, größer als der eigentliche ohmsche Widerstand einer Leitung. Und in erster Näherung können wir so den Widerstand einmal vernachlässigen und unsere Leitung als eine ganz langgestreckte Induktivität betrachten. Wenn wir dann an diese Leitung am Ende an unserem Netzknoten eine ohmsche Last anschließen, dann können wir uns einmal die Verhältnisse von Strömen und Spannungen in einem Zeigerdiagramm anschauen. Dazu rollen wir die ganze Geschichte von hinten nach vorne auf. Wir werden später sehen, warum das vorteilhaft ist. Dann fangen wir an mit der Spannung an unserem Knoten und willkürlich können wir diese Spannung in die reelle Achse legen. Das heißt, wir schauen uns den Zeitpunkt an, zu dem das ganze System den Zustand hat, dass eben die Spannung am Knoten rein reell ist. Der Vorteil: die Ströme in unserem Netz, die richten sich nämlich im Wesentlichen nach der Last, sprich nach dem, was am Knoten passiert. Und da ist es hilfreich, die Spannung ebenfalls in die reelle Achse zu legen. Schauen wir uns nun den Strom an, der durch unseren Knoten Last fließt. Und dieser Strom ist natürlich ein ohmischer Strom. Er ist genau in
Phase mit der Spannung am Knoten und das zeigt sich jetzt hier entsprechend auch im Zeigerdiagramm. Dieser Strom fließt weiter als Leitungsstrom durch unsere Leitung 1 zu 1, das heißt der Strom durch unsere Leitung zeigt in dieselbe Richtung. An der Induktivität der Leitung ruft dieser Strom nun einen Spannungsabfall, nennen wir ihn einmal UL, hervor. Die Spannung an einer Induktivität eilt bekanntermaßen vor, das heißt, sie ist um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn gegenüber dem Strom gedreht. Damit ergibt sich dann der Spannungspfeil, den ich jetzt hier einmal eingetragen habe. Die Längen der Pfeile, die sind jetzt hier einmal rein qualitativ. Nun, wenn wir jetzt die Spannung am Knoten und die Spannung an unserer Leitung addieren, so müssen wir diese beiden Spannungspfeile addieren, sprich aneinandersetzen. Und dann erhalten wir die Spannung am Anfang der Leitung, wir nennen die einmal UN wie Netz, und wir bekommen dann in Grau den Spannungspfeil an unserem Netz. Das heißt, dieses Zeigerdiagramm zeigt, wie groß müsste denn jetzt die Netzspannung sein, damit am Knoten die vorgegebene Spannung erreicht wird. Uns interessieren dabei vor allem die Beträge. Und die erhalten wir, wenn wir die Längen vergleichen, mit einem Wort, wenn wir die Zeiger praktisch herunterklappen auf die Achse. Und dazu zeichnen wir jetzt hier einmal in Strichen die beiden Spannungspfeile ein. Und wir sehen, die Spannung am Netz am Anfang ist ein wenig länger, also größer als die Spannung am Knoten. Das heißt, wir haben jetzt hier am Knoten eine geringere Spannung. Das heißt, die Spannung fällt ab. Das ist der Effekt, den wir so üblicherweise kennen. Schauen wir uns nun einmal an, wenn wir zu unserer Last am Knoten einen Kondensator hinzuschalten. Dazu machen wir ein neues Bild und addieren zu dem Schaltplan, den wir schon hatten, zusätzlich den Kondensator C. Die Spannung am Knoten bleibt jetzt dieselbe, sie fällt auch an der Kapazität C ab und der Strom durch unseren Widerstand und die Spannung, die bleibt erstmal so, wie sie vorher waren und der Strom bleibt auch reell. Durch den Kondensator fließt jetzt ein kapazitiver Strom. Bei Kondensatoren ist der Strom voreilend, das heißt, in diesem Fall ist also der Strom um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn gegenüber der Spannung geklappt und deswegen zeigt dieser Pfeil jetzt nach oben. Der Strom IR und der Strom IC fließen durch unsere Leitung und rufen an der Induktivität jeweils einen Spannungsabfall ab. Wir betrachten zunächst einmal beide Ströme voneinander unabhängig, denn an der Spule addieren sich ja dann entsprechend auch die jeweiligen Beiträge der Spannungen. Wir fangen mit dem Strom an und schauen, welchen Anteil er an der Spannung der Induktivität hat. Und diese Spannung nennen wir einmal U mit Index L für Leitung und C für Kondensator. Nun, jetzt haben wir eine Induktivität. Bei der Induktivität ist wiederum die Spannung voreilend. Das heißt, hier die Spannung ist noch einmal um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn gegenüber dem Strom geklappt. Damit erhalten wir unsere Spannung ULC, die in negativer Richtung auf der reellen Achse wirkt, so wie das hier eingetragen ist. Diese Spannung addiert sich zu unserer Spannung am Knoten, wieder indem wir den Pfeil nach hinten verschieben, um ihn dann zur Spannung am Knoten zu addieren. In dem Fall geht es in die entgegengesetzte Richtung, das heißt letzten Endes haben wir einen kleineren Realanteil. Den Anteil, der unser Strom durch den Widerstand macht, IR, den hatten wir schon mal einmal als betrachtet und der Anteil der Spannung, der bleibt so, wie er vorher war, kommt also noch hinzu. Ähnlich wie in dem Bild darüber, sodass wir dann den Endpunkt haben,
stehen also unsere Spannung am Knoten und die beiden Anteile auf der Leitung zusammen ergeben. Und die Netzspannung muss jetzt genau diesen Wert bekommen, damit die Spannung am Knoten den Wert hat, den wir vorher hatten. Jetzt vergleichen wir wieder einmal die Längen der beiden Spannungen, nämlich am Anfang und am Ende. Und denn das, die Beträge der Spannungen sind das, was uns am Ende interessiert. Wieder ziehen wir zwei Kreise und können damit dann die Längen vergleichen. Und jetzt stellen wir im Gegenteil zu vorher fest, dass die Spannung am Knoten größer ist als unsere Netzspannung. Im Umkehrschluss bedeutet das, wenn die Netzspannung gleich bliebe, würde also tatsächlich die Spannung an unserem Knoten ansteigen. Merken wir uns, wenn wir einen Kondensator an einem Knoten anschließen, dann steigt die Spannung an diesem Knoten. Schauen wir uns nun an, was passiert, wenn wir stattdessen eine Induktivität anschließen. Auch hier machen wir eine neue Zeichnung, holen uns die Skizze von oben runter, addieren eine Induktivität. Wir fangen wieder an, zeichnen unsere Spannung am Knoten und den Strom durch unseren Widerstand. Beide haben sich jetzt nicht verändert. Und jetzt kommt unser Strom durch die Induktivität hinzu. Und anders als bei einem Kondensator eilt der Strom nach. Das heißt, er ist um plus 90 Grad gegenüber der Spannung verschoben. Das heißt, er zeigt genau nach unten in unserem Zeigerdiagramm. Entsprechend ist der Anteil, den dieser Strom an der Spannung als Induktivität macht, wiederum um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn verschoben und wir erhalten den Spannungspfeil U mit Index LL, der in unserem Fall in positive Richtung der reellen Achse zeigt. Das heißt, diese Spannung wird jetzt sozusagen zu unserer Knotenspannung noch hinzuaddiert auf der reellen Achse. Hinzu kommt natürlich noch der Anteil von dem Strom, der durch den Widerstand fließt, der hier einen imaginären Anteil an der Spannung erzeugt. Und jetzt können wir insgesamt die Pfeile aufeinander addieren und unsere Netzspannung einzeichnen. Das ist wieder die Netzspannung, die nun herrschen müsste, damit die Spannung am Knoten den vorgegebenen Wert erfüllt. Auch hier vergleichen wir wieder die Spannung am Anfang und am Ende und drehen dazu entsprechend die Kreise. Und hier sehen wir, dass jetzt die Spannung am Knoten kleiner ist als die Spannung am Netz am Anfang. Das heißt, mit unserer Induktivität haben wir erreicht, dass die Spannung am Ende des Knotens sinkt. Wir schauen uns nun im Detail an, wie groß der Spannungsunterschied am Anfang und am Ende ist, wie wir das Ganze konkret mit Zahlenwerten berechnen können. Und weil es dann der häufige Fall ist, werden wir diesmal die Leitung mit Induktivität und Widerstand beschreiben. Am Ende fließt jetzt wieder unser Strom IK. Der kann eine komplexe Größe sein, denn an unserem Knoten kann ein Widerstand, eine Kapazität, eine Induktivität sein. Das wissen wir nicht, das lassen wir zunächst einmal offen. Es kann sogar ein Generator sein, der an den Knoten angeschlossen ist. Das heißt also, unser Strom hätte dann einen negativen Realanteil. Für alles schauen wir uns jetzt zunächst einmal die Gleichungen an, die wir benötigen, um hier weiterzurechnen. Und zwar können wir zunächst einmal sagen, dass die Spannung, die an unserer Leitung abfällt, sich aus dem Strom, der durch den Knoten insgesamt fließt, und der Gesamtimpedanz dieser Leitung ergibt. Das ist die
erste Gleichung, die wir hier stehen haben. Der Strom durch den Knoten hat einen Real- und Imaginärteil. Beide können positiv oder negativ sein, je nachdem, ob wir kapazitiv oder induktive Blendleistung beziehen und je nachdem, ob wir einen Verbraucher oder einen Generator an diesem Knoten haben. Wir setzen diesen Strom mit Real- und Imaginärteil nun einmal in die Gleichung für den Spannungsabfall ein und lösen dann diese Gleichung auf und sortieren das Ganze dann insgesamt nach Real- und Imaginärteil, sodass wir dann am Ende stehen haben, dass hier unser Delta UL, unser Spannungsabfall auf der Leitung, der hat eben den Realteil, der sich aus ja, diesem Term hier ergibt. Ich möchte ihn jetzt nicht im Detail vorlesen. Und einen Imaginärteil, der sich aus jenem Term ergibt, der hier hinten dran steht. In beiden Termen sind irgendwie alle Größen verknüpft. Realteil und Imaginärteil des Stroms, Real- und Imaginärteil der Leitungsimpedanz. Nun, wenn wir das Ganze als Zeigerdiagramm zeichnen, so können wir insgesamt sehen, wenn wir unsere Spannung am Knoten haben, dann bedeutet es, dass wir zu dieser Spannung unser Delta UL hinzufügen. Dieses Delta UL, haben wir ja gerade gesagt, besteht aus einem Realanteil und aus einem Imaginäranteil. Ja, der Real- und der Imaginäranteil können sowohl positiv als auch negativ sein, je nachdem, wie sich das gerade so ergibt. Gut, und die Spannung am Anfang, unsere Netzspannung, die ergibt sich dann eben aus der Summe dieser jeweiligen Anteile, so wie wir das in der vorherigen Folie ja auch schon kennengelernt hatten. Was bedeutet das jetzt? Nun, uns interessiert ja vor allem die jeweiligen Beträge, nämlich den Betrag von UNEN von UNetz und den Betrag an unserer Knotenspannung. Und das bedeutet, wir müssen jetzt die Längen der jeweiligen Zeiger vergleichen und ähnlich wie eben klappen wir praktisch jetzt hier unseren Zeiger UNetz wieder einmal runter, sodass wir die beiden Längen bequem vergleichen können. Und jetzt können wir gut sehen, dass die Länge von unserem Zeiger UNetz ziemlich genau dem entspricht, nämlich der Spannung und dem Realteil des Spannungsabfalls an unserem Knoten. Das macht die Sache etwas bequemer, denn wir sehen, wir brauchen hier nur den Realteil unseres Spannungsabfalls hier zu berechnen und bekommen dann eine hinreichend genaue Lösung. Man muss nämlich noch dazu sagen, dieses Bild hier, was ich Ihnen hier gezeichnet habe, das ist nicht maßstabgetreu. Tatsächlich sind UK und UNEN ungefähr um den Faktor 5 bis 10 mal größer als hier dargestellt. Das heißt, die Größenverhältnisse zwischen Delta URE und Delta Uimaginär gegenüber den anderen beiden Größen, die stimmen hier nicht so ganz. Tatsächlich ist es so, dass der Winkel noch deutlich kleiner ist. Das bedeutet, dass tatsächlich der Realteil dieser Spannung sehr gut auch praktisch unsere Differenz der Beträge widerspiegelt. Schauen wir uns einmal an. Die Differenz dieser Beträge, die uns interessiert, die lässt sich, wie gesagt, relativ gut aus dem Realteil dieser Spannungsdifferenz ausrechnen. Und jetzt schauen wir mal in dieser Gleichung nach. Der Realteil, der ergibt sich gerade hier aus dem Realteil des Stromes mal dem Widerstand der Leitung. Das ist soweit okay. Aber wir bekommen einen weiteren Anteil, nämlich der Imaginärteil des Stromes. Der geht noch ein zusammen mit dem Blindwiderstand der Leitung. Der liefert ebenfalls einen Beitrag zum Realteil dieser Spannung. Das heißt, der Imaginärteil des Stroms zusammen mit dem Blindwiderstand sorgt dafür, dass hier
zwischen der Knotenspannung und der Netzspannung eine Spannungsdifferenz auftaucht, die sich mit dem Imaginärteil des Stromes einstellen lässt. Wir haben jetzt hier ein Minuszeichen hier vor dem Imaginärteil. Darauf müssen wir achten. Das bedeutet aber auch, dass wir ganz genau aufpassen müssen, welches Vorzeichen unser Imaginärteil hat vom Strom. Da müssen wir grundsätzlich immer daran denken, dass ja induktiver Strom ein negatives Vorzeichen vor dem Imaginärteil hat und kapazitiver Strom ein positives Vorzeichen. Wofür können wir das nutzen? Ein Anwendungsbeispiel wäre vielleicht eine sehr lange Leitung. Wie im ländlichen Raum hier einmal eine Mittelspannungsleitung dargestellt und stellen sich am Ende der Leitung einen Bauernhof vor, der eine Melkmaschine hat, eine Kühlmaschine hat, relativ hohen Stromverbrauch und im Normalfall wäre dann die Spannung am Ende deutlich zu niedrig. Wenn man dann am Ende der Leitung zusätzlich, wie hier dargestellt, einen Kondensator hinzufügt in Form einer Kondensatorbank, dann kann die Spannung mit Hilfe dieses Kondensators angehoben werden. Tatsächlich ist es nämlich so, dass im ländlichen Bereich oft nicht die Leitungsüberlastung durch Strom ein Problem darstellt, sondern tatsächlich der Spannungsabfall über die große Länge einer Leitung. Ein anderes Beispiel sind Solaranlagen. Wie ich schon sagte, auch Generatoren können betrachtet werden in der Gleichung, die wir in der vorherigen Folie gesehen haben. Und auch hier ist es so, dass der induktive Strom durch die Induktivität einen positiven Anteil des Realteils liefert, wie wir hier sehen. Das heißt, dieser positive Spannungsanteil kommt noch auf die Spannung am Ende hinzu. Das heißt, wir sehen also auch, wenn wir eine Einspeisung haben, den Effekt, dass eben die Netzspannung am Anfang deutlich höher sein muss als am Ende. Oder andersrum, eine Induktivität erniedrigt die Spannung am Ende der Leitung. Warum ist das gut? Auch hier ist es so, dass die Einspeisung von Solarstrom häufig dazu führt, dass am Ende der Leitung die Spannung zu hoch ist. Und um dann noch die Spannung in einen erlaubten Bereich hinunter zu drücken, in Anführungszeichen, ist es möglich, dann mit einem induktiven Anteil des Stroms die Spannung wieder zu senken. Ein anderes Beispiel ist die Leistungsflussregelung in unserem Übertragungsnetz. An vielen Knoten unseres Übertragungsnetzes im Hochspannungs- und Höchstspannungsbereich finden sich sogenannte Phasenschieber. Das sind Kondensator- oder Induktivitätsbänke, die eingestellt werden können, je nach Bedarf. Und je nachdem, ob dieser Phasenschieber jetzt kapazitiv oder induktive Blindleistung bezieht, geht die Spannung an diesem Knoten etwas höher oder tiefer und damit verändert sich auch der Leistungsfluss auf den benachbarten Leitungen und man kann damit einstellen, ob der Strom eher durch die Mitte oder eher außenrum fließen soll. Damit möchte ich für heute schließen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.